Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Ich habe auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner Heiligen Schrift für euch, für heute und zum Sonntag. Und in Matthäus 9, in den Versen 1 bis 8, steht geschrieben: Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, und der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Das war auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner Heiligen Schrift für euch, für heute und zum Sonntag. Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.